Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video rund um GTA Online, denn heute hat Rockstar Games ein neues Fahrzeug hinzugefügt, und zwar den Karin Sultan RS Classic. Und Leute, in diesem Video zeige ich euch einfach mal, wie das Tuning ist, ob ihr euch das Auto kaufen solltet und vieles mehr. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, Leute, würde ich jetzt nochmal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und außerdem, Leute, für die, die schon nicht abonniert haben, abonniert mich, so quasi die krassesten Informationen rund um GTA Online. Aber ich würde mal sagen, fangen wir doch mal direkt an. Sprich, wir kaufen uns das Auto jetzt einfach mal. Das Auto findet ihr auf der South St. Andreas Seite ganz oben. Und das Auto kostet regulär 1.789.000 GTA-Dollars. Außer Leute, ihr seid im Kamit-Level schon so weit, dass es für euch günstiger geworden ist. Dann kostet das Auto nur noch 1.341.750 Dollars. Also so gesehen 400.000 weniger. Also gut Leute, gehen wir nochmal direkt zum Tuning. Beim Tuning muss ich sagen, dass das Auto jetzt kein großes Highlight ist, da wir schon in diesem DLC andere Fahrzeuge hatten, die einfach mehr drauf hatten an Sachen Tuning. Zum Beispiel Stoßstangen. Es gibt nicht krass viele Stoßstangen, obwohl ich die vorderen Stoßstangen eigentlich ziemlich in Ordnung finde. Was mich hier aber tatsächlich sehr, sehr gestört hat, wo ich auch denke, so Rockstar Games, habt ihr mal nachgedacht, ist tatsächlich die hintere Stoßstange. Denn wenn man hier eine ganz, ganz bestimmte Stoßstange auswählt, hat man so gesehen hinten zwei Löcher für die Auspuffrohre. Sprich, ein rechts und ein links. So weit, so gut. Ne? Sprich, muss man später mal einen Auspuff so tun, dass man auf beiden Seiten Auspuffrohre hat. Aber Leute, das kann man nicht! Man kann kein Auspuffrohr so tunen, dass man an beiden Seiten anhat. Man kann nur auf der linken Seite ein Auspuffrohr tunen. Also ich bin ehrlich, Leute, was soll das denn bitte, ja? Also man kann diese hintere Stoßstange aufrüsten, aber nicht diesen Auspuff passen dazu. Also das hat mich tatsächlich sehr, sehr gestört, wo ich mir denke, so, Rockstar Games, hat da irgendwie jemand geschlafen oder sowas? Aber gut, Leute, ne? Davon mal abgesehen, was mich tatsächlich sehr, sehr stört, ist das Auto relativ in Ordnung. Man kann natürlich das Auto rundherum zum Drift-Auto umtunen, ist ja klar. Was hier natürlich auch relativ besonders ist, dass man hier bei der Federung, wenn man den ganz tief legt, dass die Reifen natürlich dann quer sind. Das ist natürlich hier auch eine Besonderheit, da es in diesem DLC noch nicht so oft bei Fahrzeugen vorkam. Ansonsten, Leute, würde ich sagen, ist das Fahrzeug generell in Ordnung. Aber Leute, ich bin ehrlich, der Preis von 1.789.000 oder halt 400.000 weniger, wenn ihr soweit seid, ist mir für dieses Auto auch einfach zu viel. Ich meine, mal ganz im Ernst, das Auto kostet in der Realität fast 2 Millionen Dollars. Also wirklich nicht, das kostet nicht so viel. Was ist denn das denn bitte? Ich meine, Supersportwagen sind billiger in GTA Online. Also, hallo? Ich weiß ja auch nicht, warum Rockstar Games diese Preise in diesem DLC so angeschraubt hat. Finde ich einfach tatsächlich nicht gerechtfertigt. Und ganz ehrlich, Leute, das Auto rechtfertigt auch nicht diesen Preis. Also, wenn ihr das Auto kauft, ihr habt damit jetzt keinen Mehrwert, wo ihr sagt, okay, ich kann mit diesem Auto fliegen oder hat Waffen oder sonst irgendwas Lobbyzerstörendes mäßiges, hat das Auto einfach nicht. Klar, wenn ihr zum Kamit fahrt, könnt ihr es natürlich auch zum Drift-Auto umtunen, ist ja klar, aber das ist jetzt keine 1 Million oder 2 Millionen wert, ne, sage ich ehrlich. Aber gut, ist ja nur meine Meinung. Aber das Interessantere hier ist jetzt natürlich, wie sieht das Auto denn gemoddet aus? Und das Auto habe ich natürlich jetzt auch schon gemoddet. Und zwar seht ihr es hier kurz. Und das Auto hat natürlich auch Secret Designs. Eins der Secret Designs ist hier zum Beispiel dieses Atom-Design, was ihr sonst nicht ausrüsten könnt. Und Leute, wenn ihr zum Beispiel dieses Auto haben möchtet von mir, dann kommt auf meinen Discord-Server, denn ich veranstalte öfters einen Gift-Cast-to-Friend-Stream, wo ich meine Autos kostenlos an euch so gesehen verschenke. Deswegen seid beim nächsten Mal dabei und könnt auch zum Beispiel dieses Fahrzeug haben oder andere Fahrzeuge aus dem DLC, die natürlich auch gemoddet sind. Aber gut, Leute, generell war es das jetzt auch schon von diesem Informationsvideo über den Karin Sultan RS Classic. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Leute, dann würde ich mich immer noch übelst freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Aber Leute, ich bin raus, euer Wombat. Ciao.